Offenbar ist in St. Petersburg dank der Hilfe der CIA ein Bombenanschlag verhindert worden. Es habe Pläne gegeben, die Kasana-Kathedrale in die Luft zu sprengen. Auch andere belebte Orte im Zentrum von St. Petersburg seien das Ziel von Terroristen gewesen. 7 Männer mit Verbindungen zum sogenannten Islamischen Staat wurden laut Angaben des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB festgenommen. Die meisten Verdächtigen sollen aus dem Nordkaukasus kommen. Russlands Präsident Wladimir Putin telefonierte am Sonntagabend mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump, um ihm für die Warnungen der CIA zu danken.